Okay. 3, 2, 1. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, in den letzten Folgen gab es das Training, das Qualifying, sowie das Sprintrennen und das Qualifying von Österreich. Ja, wir konnten uns auf Platz 16 oder glaube ich Platz 17 und 19, glaube ich, qualifizieren oder 17 und 20. Ich bin aber eine Position nach vorne gerutscht. Und ja, es wird ein Regenrennen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Rennen und schauen, wie das laufen wird. Schön, dass Sie mit dabei sind, während wir uns für die F1-Action an diesem Wochenende bereit machen. Esteban Ocon hat hier die Chance, zu beweisen, was er kann. Was bekommt er von der 18 aus hin? Wird sicher interessant, das zu sehen. Das wird bestimmt großartig, liebe Leute. Die Zuschauer sind bereit, die Wagen auch. Es ist der große Preis von Österreich. Das Startsignal erlischt und los geht's. Hoffen wir, es ein gutes Rennen. Wir müssen gleich auch mal gucken, wann der Regen beendet werden soll. Hui! Hui! Perez geht aber langsam weit weg. Eieiei, Perez ist letzter. Na, schmacht die Position verloren. Ist auch eine Truppe da vorne. Außenrum jetzt mit ERS. Komm schon! Wir lassen uns nicht so gerne raussteuern, das habe ich gemerkt. Und vorbei an Korea. Da hat aber eine Position verloren. Der ist ja als 19. gestartet. Das heißt, einer hat auf jeden Fall verloren. So, wir schauen mal nach dem Wetter. Okay, Runde 45 ist wahrscheinlich trocken. Dann muss man wahrscheinlich doch auf Medium oder vielleicht sogar Soft gehen. Mal gucken. Dann ist ein Einschub doch vielleicht ganz gut. Na, mal schauen. Bottas, bleib stehen. Ich muss sagen, ich war wieso überrascht, dass wir so im Qualifying so extrem langsam waren. So, aufladen und aufladen. Was waren hier gerade? Ja. Ja, ohne ES ist es immer schwierig. Da müssen wir schauen, ne, weil wenn wir es doch schaffen, normal zu fahren, könnten wir auch ohne Stopp durchfahren. Wir wissen, dass unser ES kaputt ist. Das brauchst du mir jetzt nicht die ganze Zeit anzuzeigen. Und Hülkenberg kann das Tempo auch nicht mitgehen, ey. Warum sind die so schnell? Das ist echt krass, wie schnell die sind. Dabei gehen wir schon Volldampf, ne, eigentlich, aber merkwürdig. Schon mal kann dranbleiben, immerhin, das ist ganz gut. Aber da kommt Perez, gegen den haben wir jetzt sehr schwierig. Aber der hat seine Chancen aufs Podest sehr, sehr klein gemacht. Es gibt halt kein DS und das kommt erst später im Rennen. Bisher haben wir beide Haas und beide Alpinen sind so. Das ist schon mal das, was wir wollen. Wir müssen aber jetzt langsam Geld bekommen, weil Schumacher braucht dringend ein neues ERS. Kann sein, dass er sogar noch zwei braucht. Aber Schumacher ist eine Reichweite von Ocon. Außenrum. Vorbei. Ah, ich bin überlegen, kurz eher auch mal die Reifen kurz sacken zu lassen. Etwas kühler werden zu lassen. So. Ja, man muss sagen, ich würde fast schon sagen, dass Alpine wirklich das schwächere Team ist. Hülkenberg kämpft hier
Krass gegen Sergeant. Und Schumacher kommt weg von Ocon. Das, da, der, okay, der hat auch ein mechanisches Problem. Und Perez, die Frage, wie lange Perez hinter Ocon festhängt. Ah, sieht nicht so lang aus. Um ehrlich zu sein. Wir müssen schauen, ne, wie das aussieht mit den Reifen. Also tendenziell würde ich sagen, wir können schon einen Boxenjob machen, aber die Berundungen sind hier sehr, sehr stark halt, ne? Aber Runde 45 ist auch dann sehr, sehr knapp. Das kommt auch noch hinzu. Oh, Ocon hat ja richtig Probleme. Wenn wir Schumacher ES geben, könnte vielleicht holt er auch so auf die Vorderleute. Aber Perez macht kurz... Alter! Was war das denn? Ah, Hülkenberger Charge geholt, gleichzeitig. In der gleichen Ecke. Gut. Hülkenberg ist weiterhin gut unterwegs. Ich weiß nicht, wir müssen auf die Reifen gucken, was die Konkurrenz macht. Wenn man zum Beispiel jetzt Perez, okay, Perez hat einen Ausritt gehabt. Wenn man Magnussen sieht, sind die Reifen von ihm auch schon ganz schön K.O. Ocon hat noch mehr technische Probleme, was ist los mit dem? Ja, ich hätte nicht erwartet, dass wir doch so schnell das stärkste Renault-Team werden. Also ist ja wirklich so, wir besiegen ja mittlerweile fast ja, in jedem Rennen. Selbst Correa ist jetzt schon vorbei. Und Gasly hat auch Probleme vorbeizukommen, also. Ocon wird wahrscheinlich letzter. Und Gasly ist halt auch super langsam. Klar, am Ende der Saison sind wir wahrscheinlich vielleicht schwächer als die, das ist gut möglich. Aber, das würde ich dann sagen, ist okay. Klar, wenn die jetzt anfangen, immer die Reifen zu sparen, dann sind die halt übelst langsam. Irgendwie habe ich vermuten, dass die KI immer so Gas gibt, bremsen, Gas gibt, bremsen, Gas gibt, bremsen. Mit den Reifen. Aber Schumacher hat jetzt Magnussen eingeholt. Wir müssen mal aufpassen. Bottas darf nicht Elfter werden. Elben kann von mir aus Punkte holen, da habe ich kein Problem mit. Wäre auch, glaube ich, der Schritt zu groß. Ich bin ganz froh, dass Williams Punkte hat. Weil wir sollen Neunter werden. Wenn wir jetzt sagen, wir werden Siebter auf einmal, dann ist das nächstjährige Ziel ein bisschen zu hoch für uns. Wir leben schon im Geldproblem. Mensch. Sergeant ist zurückgefallen stark. Weil Hülkenberg, der fährt ganz ordentliche Zeiten. Hülkenberg holt auf Bottas immer ein bisschen auf. Das, obwohl wir normal fahren. Schumacher ist immer noch an Magnussen dran. Das ERS lädt sich ja hier übelst stark. Hab ich ja gar nicht dran gedacht. Ja, wir müssen gucken. Weil ich schätze mal stark, dass einige in die Box reinkommen werden zum Reifenwechsel. Und dann, ja, muss man schauen, wie das dann laufen wird. Perez kommt rangebrettert. Aber was wollen wir da machen? Ne? Das ist ein Red Bull. Gegen den haben wir aktuell gar keine Chance. Alter, Ocon ist ja richtig langsam. Was fährt denn der für Zeiten? Oh, gelbe Flagge. Safety Car. Okay, Safety Car ist schon mal interessant. Was passiert? Sergeant mit Show. Okay. Rote Flagge. Gut, dass ich gerade nicht in die Box wollte. Und ich wollte eigentlich gerade in die Box, von daher ist es ganz gut.
Ja, das, da merkt man, dass es ein Problem gibt im Spiel. Oder das Schuhmacher ein bisschen weiter weg war schon. Ist Schuhmacher vorbeigefahren eigentlich? Und das ist definitiv nichts, was jeder... Okay, jetzt natürlich dann die Frage. Man sieht halt nicht, wie stark der Regen ist nach dem ganzen Ding. Wir warten 20 Minuten. Das heißt, es ist kurz davor, dass es trocken wird. Trotzdem ziehen wir uns Winters auf. Neue. Weil wir sehen, wir haben 1,6. Also auf jeden Fall haben wir noch ein paar Reifen. Wir sind bereit, dieses Rennen erneut zu starten. Nur mit 18 Fahrzeugen. Die Ampel ist aus und los geht's. Jetzt muss man erstmal alles auf Volldampf drücken, das ist voll fies. Das Einzige, was wir angelassen haben, ist ja hier das hier. Hülkenberg gegen Perez. Ehemalige Teamkollegen. Wie sieht Regen aus jetzt? Trotzdem noch bis zur 40. Runde. Okay. Aber jetzt sollten wir auf jeden Fall das schaffen. Wir haben Bottas. Leider doch nicht geschafft. Was gut ist, Ocon wird auf jeden Fall weiterhin zurückfallen wieder. Schumacher mag das wohl. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich habe nur gesehen, dass er den Platz gut gemacht hat, aber der war, hat er super ganz so gut gemacht gegen Show und Sergeant. Also Punkte sind eigentlich allgemein immer mittlerweile jetzt drin. Dafür muss einfach vorne was passieren. Ne? Das Problem ist, dass meistens hinten immer was passiert. Wir haben Hülkenberg alte Reifen gegeben, ne? Egal. Reicht ja trotzdem. Hey, wie kann das sein, dass... Ah, okay. Perez, was... Der Perez ist voll fies, ne? Der deutet uns dann so weg, dass wir gar keine Chance haben. Der tut sich da eine Lücke reinschieben, die eigentlich gar nicht da ist. Schumacher direkt hinter Hülkenberg. Ja, dass alle neue Reifen haben, war mir klar. Und wir kommen am Anfang jetzt... Oh, auf einmal sind wir dran. Ich dachte, hey, warum sind wir so weit weg? Und auf einmal waren wir dran. Also wenn Perez Bottas bekommt, sind wir an Bottas dran. Das ist ganz gut eigentlich. Außenrum Perez. Vorbei. Schumacher. Nee, Schumacher... Greif mal bitte nicht an den Kollegen an. Du sollst da bitte abwarten. Das wäre mir ganz lieber. Wenn der jetzt Auto attackiert und dann passiert was, dann ist das sehr, sehr ungünstig. Das wollen wir noch nicht. Also Perez hat jetzt natürlich wieder Chance aufs Podest. Wird immer noch schwierig. Und vor allem, wie kann das sein, dass Stroll schon wieder 3,5 Sekunden Rückstand hat? So, jetzt gegen Bottas. Mit ERS. Und die Attacke? Die Attacke kommt. Und vorbei. Stark. Jetzt darf Schumacher auch wieder den Teamkollegen attackieren, auch wenn es nicht möglich ist gerade. Und Schumacher jetzt gegen Bottas in Kurve. Vorbei. Stark. Jetzt darf sie wieder nicht attackieren. Wir bleiben erstmal auf unseren Plätzen.
Müssen wir also schauen, ab wann wir die Reifen zurückstellen. Ja, das 40. Runde, also zwischen 35 und 40 muss gewechselt werden. Klar, es kann auch sein, dass gerade Schumacher vielleicht ein Stückchen schneller fahren könnte. Aber ich will es gerade nicht riskieren. Alter, Perez, der fliegt durchs Feld, ne? Aber wir laden in Ruhe erstmal unser AES auf und dann können wir attackieren, wenn es soweit ist. Wir können wieder ein super Gips einfahren, ne? Sollten wir Elbe besiegen, haben wir wieder so viele Teams geschlagen. Aber Elben bleibt an Alonso dran. Alonso hat ja auch dieses Motivationsloch. Ist auch geil. Der hat ein richtiges Motivationsloch und blockiert Plätze für Fahrer, die unbedingt in die Formel 1 wollen. Klar, er ist immer noch ein Top-Fahrer. Muss man auf jeden Fall zugeben. Na, aber da sind junge Fahrer, die unbedingt in der Formel 1 fahren wollen. Und der ja, fährt da jetzt drin, weil er Lust einfach nur hat. Was ich gern gesehen hätte, wäre damals Vettel Alonso bei Aston Martin. Aber das war ja nicht möglich, weil Stroll ja seinen gesetzten Platz hat. Der wird für immer in der Formel 1 bleiben, bis er seine Karriere beendet. Solange das Team seinem Vater gehört. Ich glaube, wenn die Reifen auf richtiger Temperatur sind, dann sind wir wieder einen Tick schneller. Im richtigen Moment wechseln, dann ist hier auf jeden Fall einiges drin. Haben wir nur 50 Runden vor uns. Ne? Das Gute ist, die hinteren Fahrer haben Probleme. Zu Noda könnte auch noch Probleme bekommen, weil wir hatten ja letztes Mal schon einen Ausfall von einem im Getriebeschaden. Wir sollen ja eigentlich 18. und 20. werden. Also 20. haben wir auf jeden Fall schon mal safe. Da ist Schumacher auf jeden Fall. Klar, Schumacher darf nicht ausfallen, aber ansonsten ist da alles sicher. Aber wir fahren einfach jetzt mal nur normal jetzt, Alter. Problem ist halt, unsere Fahrer sind zu nah, um gleichzeitig reinzukommen. Das Problem haben wir normalerweise immer nur, wenn wir vorne fahren. Und nicht, wenn wir mitten im Feld waren. Da ist es, da sind die meistens immer ein bisschen alles auseinander. Aber so können wir keinen Doppelstopp machen. Ich würde mal sagen, wir können ja ein bisschen Gas geben. Schumacher muss auch ein bisschen warten, weil der Reifen noch ein bisschen zu warm sind. Er ist auch hinter Hülkenberg, da sind die Reifen wie so ein bisschen wärmer. Vor allem müssen wir auf Bottas aufpassen, dass Bottas nicht mehr nah kommt, oder nicht zu nah rankommt wieder. Aber eigentlich ganz gut, ne? Schumacher hält dann 90 Grad, fährt die ganze Zeit mit Hülkenberg und der attackiert gerade wieder ein bisschen. Das ist ganz gut. Aber wir dürfen auch nicht zu sehr attackieren, ne? Sonst schaffen wir es vielleicht wirklich nicht am Ende nicht bis zum Punkt. Und Perez schon auf Platz 9 mit 78%. Wir kommen auch nicht ran gerade. Das heißt, die pushen selber. Wenn man nicht rankommt, merkt man, dass die anderen auch pushen. Und Elbin fährt alleine vor allem. Das ist halt das Krasseste. Und Bottas kommt näher. Zwar in kleinen Schritten, aber er kommt näher. Und wir kommen kein Millimeter näher. Es gab auch eine gelbe Flagge. Oh, da gab es Korea, hat blockierten Reifen gehabt. Hier nehmen wir Kurve 3. Fährt komplett alleine. Da hinten ist irgendwo Alpin. Oh, und der Wagen blockiert. Und dann waren sie ihr eigener Mitfahrer. Ja, okay, das war jetzt nicht die übelste Verbremsung, ne? Aber er ist jetzt zumindest letzter. Oh, Gasly, ui. Hab unrecht getan. Ja, Haas und Alpin sind aktuell hier auf dem gleichen Stand.
Wenn man wirklich im richtigen Moment stoppt. Ne, was ja noch ein bisschen was dauern wird. Jetzt ist mittlerweile schon fast 45. Runde wieder. Dann kann es sein, dass man mehrere Leute überholt. Gerade vor allem, wenn man von Inters oder von Regen auf Inters wechselt oder von Inters auf Trocken wechselt oder andersrum. Ich merke, dass die Strecke trockener geworden ist. Man fährt viel schneller. Perez ist schon auf Platz 8. Mit. Okay, wir müssen am Hülkenberg aufpassen. Aber ich habe doch Hülkenberg neue Reifen gegeben. Ich weiß nicht, warum der jetzt die alten hat. Könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit zu pushen? Und vor allem die Reifen halten bei euch trotzdem so lange. Aber wir müssen noch einiges fahren, ey. Ich hoffe, das bleibt so. 40. Runde ist aktuell ein ziemlich gutes Zeichen. Ich weiß ja nicht. Ist Schumacher gerade der Schnellere? Ich weiß es echt gerade nicht. Kommt mir aber halt vor, ne? Wir fahren normal und... Der fährt halt schneller. Dann mach ERS und du kein ERS. Und dann haben wir gewechselt, ohne Zeitverlust zu haben, und dann darfst du nicht attackieren. Weil es kam mir zumindest so vor, als ob der schneller ist. Weil wir echt jetzt kaum Zeitverlust gehabt. Hülkenberg hat ein bisschen Vertrauen ins Auto verloren. Ne, warum auch immer, das war eigentlich schon erkennbar, wenn wir sagen, er soll kein ES geben. Aber ich habe doch das richtige Gefühl gehabt. Weil Schumacher kommt weg von Hülkenberg. Und Hülkenberg kann sich dadurch auch ein bisschen ziehen lassen. Aber Bottas kommt halt näher ran, ne? Ja, wohl, ja, wenn man Schumacher bedenkt, nicht, ne? Ja, man sieht aber. Das können die Reifen von Hülkenberg schon sein. Was ich aber nicht glaube. Und in die Box kommen wir sowieso nicht mehr. Weil wir sehen schon mal, wo wir jetzt schon Verstappen und die anderen sind. So, Schumacher ist schneller als die Feuerleute. Und ja, das war eine gute Entscheidung. Also oftmals mache ich falsche Entscheidungen, indem ich sage, ich bleibe einfach dahinter. Aber jetzt einfach mal zu wechseln, ohne diesen Button zu benutzen, das war richtig gut. Weil, aber Bottas ist jetzt dran an Hülkenberg. Alter. Ganz ein einziges Mal, dass während des Rennens das Spiel gecrashed ist. War nicht schön. Warum ist Hülkenbergs im Vergleich so langsam auf einmal? Das kann doch nicht nur an den Reifen liegen. Nein! Oh, Glück gehabt. Jetzt wurden wir ein bisschen rausgedrängt. Na, Hülkenberg hat irgendwas. Boah, trägt so ein krasses Ding. Hamilton hat es auch. Hält das von Tsunoda weg. Oh, Bottas gibt aber gerade Gas. Weil der kam jetzt schlagartig gerade auf Schumacher näher. Okay, eine 12.5, da ist auf jeden Fall gerade Gas dabei. Aber wir können ja auch Gas geben. So ist es ja nicht. So, Wetter. Jetzt ist es wieder eher spät. Also was ist los, Wetter? Entscheid dich mal. Ich habe keine Lust, auf Trockenreifen zu wechseln und dann das zu revidieren. Also Motor und so ist alles perfekt bei Hülkenberg. Warum ist der so langsam? ...15.7 ist er gefahren. Letzte Runde. Klar, er wurde ein bisschen abgedrängt. Jetzt sehen wir es besser. 13.6 von Schumacher. 14.5. 14.1. Okay, Hülkenberg ist wieder on fire. Gelbe Flagge. Kurz ist wahrscheinlich hier der erste Mal. Ne, Gasly kam ein bisschen weiter raus. Oh, Gasly ist zu zweit weg.
schon mal wieder ein bisschen Reifen sparen. Aber der hält sich wacker bei Elben, ne? Und jetzt hat Hülkenberg wieder aufgewacht. Der kommt. Ja, okay, gegen Bottas wird es schwierig, wenn Bottas gerade am Pushen ist, ne? Man merkt zwar nicht. Wäre cool, wenn hier so ein Zeichen wäre, wenn man sehen kann, welchen Status gerade die anderen Fahrer hätten. So als einfacher Modus. Das ist einfach so einfacher Modus. Dann siehst du genau, wann welcher Gegner welche Links fährt. Ne, wenn rot ist zum Beispiel, dann geben die gerade Volldampf. Orange, halt siehst etwas höhere. Gelb normal. Hellblau. Ein bisschen schon. Und dunkelblau, dieses richtige schon. Ne? Weil jetzt ist Hülkenberg wieder dran. Weil jetzt wird Hülkenberg gute Zeiten wieder. 12.9 Magnus noch mal angreifen. Man merkt das sofort an den Zeiten. Also wir haben ein spannendes Duell zwischen McLaren und Ferrari. Aber vorne fährt Dings dann eines ums Rennen. Das ist mega langweilig hier. Wir hatten zumindest zwei Fahrer, die davon gekämpft haben. So, Bottas. Es ist Zeit, dass du uns unsere Position wieder zurückgibst. Wir haben die nur kurzfristig übergeben, damit du uns vielleicht ziehen konntest, aber fand der, der pusht schon wieder. Aber Schumacher, der fährt echt krasse Zeiten, ne? Aber man sieht auch, bald ist es soweit. Bald können wir wechseln. Das ist die Frage. Hamilton hat auch gerade Probleme und er wird auch schlagartig langsamer. Also manchmal merkt man, dass sie sehr stark langsamer werden. Zum Beispiel, wenn man die Zeiten von Ocon oder von Correa sieht, ne, die sind schon sehr langsam. Okay, die wurden rundet auch. Ne? Aber man hat das schon ein bisschen angedeutet bekommen. Okay, Schumacher fiel richtig Zeit auf Elben, komischerweise. Dabei ist der Abstand gar nicht so extrem bei den Zeiten. Ja, es wird langsam. Bald ist es soweit. Bald gibt es die trockene Action. Und dann ist die Frage, wir haben dann 25 Runden, ne? Soft, soft? Nein, Schumacher, der ist ein Fehler. Soft, soft oder doch eher beim ERS? Ja, okay, das ist aber schon bekannt. Das wissen wir schon. Sollte also nicht so extrem werden. Nehmen wir Soft Soft oder fahren wir doch mit Hard vielleicht durch? Aber stimmt, Hard. Oder haben wir Hard schon verwendet im Sprint? Ich glaube, wir haben Sprint verwendet. Wir haben gar keine mehr. Und Bottas wird überholt. Außenrum. Zack. Easy. Einfach locker vorbei. Und Perez mit der schnellsten Runde. 1,9er Zeit. Das ist schon viel Regenfeld. Das ist sehr, sehr krass. Nächsten technischen Fehler. Jetzt kommen die ganzen technischen Fehler so langsam. Ein bisschen aufpassen, dass unsere Fahrer jetzt nicht sich zu nahe kommen, ne? Also rot-rot sehe ich vielleicht schon noch eher. Muss ich sehr sagen. Haben wir zwar einen Stopp mehr. Aber wir haben halt die besseren Reifen. Klar, man kann Misch-Misch machen, ne? Weil Sprintrennen dann 24 Runden. Das heißt, die Mediums sollten eigentlich reichen. Hülkenberg darf halt nicht zu nah rankommen. Weil dann können wir es echt machen, dass wir beide gleichzeitig reinholen können. Aktuell. Aber es wäre noch schöner, wenn wir nicht überrundet werden vorher. Na, weil Verstappen kommt da schon gut ran. Und es dauert noch ein paar Minuten. Ein paar Runden haben wir noch. Aber wir können trotzdem jetzt Gas geben bis zum Stopp. Ich glaube, wir haben mit Abstand die schlechtesten Reifen, ne? Na, es geht noch. Klar, haben wir, wo Gasly auch schon gut dabei ist. Und Correa, aber wir haben schon ganz gute kaputte Reifen. Ja, die vorderen, die schon gefühlt, die Reifen so extrem. Trotzdem sind die super schnell.
Das ist echt eine Zweiklassengesellschaft in der Formel 1 mittlerweile. Hülkenberg, nicht zu sehr aufholen auf deinen Teamkollegen. Wir müssen Doppelstopp machen. Und Verstappen kommt immer näher. Das sind langsam keine guten... Strecke, du sollst trocken werden, nicht nass, ne? Hülkenberg, beruhig dich. Nicht zu nah an deinen Teamkollegen rankommen. Da ist Verstappen. Nein! Bleib weg von mir! Ich will keine Berundung. Aber es wird feuchter anstatt trockener. Was soll das? Hülkenberg wehrt sich, aber das wird nichts. Außer Verstappen wird jetzt reinkommen. Dafür ist die Strecke aber noch zu nass. Ah, jetzt muss man Platz machen. Das kostet halt immer so unnötig Zeit. Und die Strecke wird... Hä? Auf dieser Grafik wird es trocken. Jetzt endlich mal. Das Spiel auch mal verstanden, dass es trocken wird. Und sozusagen, wir loten die Reifen ganz schön aus gerade. Sehr gut. Ist halt die Frage, ne? 25 Runden. Reichen die Mediums dafür? Klar, auf Alpine haben wir groß genug einen Vorsprung. Auf Haas würden wir auch reinholen mit Soft. Ach komm, wir gehen auf Soft. Oh, gelbe Flagge. Aber leider kein Safety Car. So, ich würde mal sagen, Ende der nächsten Runde können wir reinkommen. Ende dieser Runde schon. 34 Runden würden die schaffen. Dann machen wir Soft. Wir gehen auf Soft. Probieren unser Glück. Mit Soft, Soft. Ich hoffe nicht zu früh. Das könnte aber auch perfekt sein. Also wenn es die alte Variante ist immer noch, ne? 2,7, Superstopp. Der Reifen ist schon ab, was machst du da? Alter, wie kann man so... Ein Problem beim Boxenstopp. Ey, hast du den Schlagschrauber so fest an die Bremse reingeballert, dass du da gar nichts mehr ging? Oder was hat denn der da gemacht? Oh, Con, der geht auf hart. Ja, wir müssen halt schauen. Wir riskieren ja und einige jetzt. Also es war eigentlich doch schon der richtige Zeitpunkt, ne? Oh nein, direkt Perez hinter uns. Das ist Vieh. Ne, das ist Verstappen hinter uns. Ne, oder ist es Perez? Ich habe keine Ahnung, wer jetzt hinter uns ist. Aber Schumacher denkt sich auch so, nö, ich mach keinen Platz. Sehr gut. Mach genau das, was du jetzt machst. Gelbe Flagge. Und wer, wo? Haben wir die gelbe Flagge. Beide Haas. Was haben die denn angestellt? Das Team klebt an den Monitor. So, Schumacher geht vorbei an Dings wieder. Ja, die meisten gehen wahrscheinlich auf Hard. Und manche auf Mediums. Also auf Soft wird grundsätzlich keiner gehen, außer wir. Ocon ist ausgeschieden. Hülkenberg nach dem ganzen Zeitverlust in der Boxengasse jetzt direkt hinter Bottas. Also, es geht, aber wir müssen trotzdem eine ganze... Oh, Korea ist auch ausgeschieden. Was geht jetzt ab hier? Also, man sollte man damit echt nicht spaßen, ne? Mit den Sachen. Man kann echt damit wieder ausscheiden. Schumacher schon nah dran an Albon. Aber vielleicht könnten wir uns die schnellste Runde schnappen. Fährt irgendeiner noch auf Inters?
Nö. So, wir holen Bottas. Da können wir jetzt ein bisschen mal die Reifen sparen. Schumacher fast rein, weil wir haben gerade einen kleinen Reifenvorteil. Wir kommen wahrscheinlich hinter Bottas nach dem Stopp raus und den sollten wir vielleicht danach bekommen nochmal. Ist die Frage halt nur, wann wir reinkommen. Da es wir natürlich die einzigen sind, die das machen mit diesen Reifen. Aber die Harten haben auch sehr, sehr schnell abgebaut im Sprintrennen. Bottas hat auch noch technische Probleme, also. Ey, wenn man sie sieht, wie viele technische Probleme. Hey, Bottas, was soll das? Naja, wir können Hülkenberg sagen, der brust gar nicht mehr, seit dem Kollegen nicht angreifen. Ah, Schumacher am DS von Elben wäre schon gut eigentlich, ne? Komm. Auch wenn es nur viel kurze Zeit wäre. Bis zum Stopp ist das ganz gut eigentlich. Boah, Hülkenberg wird gleich komplett überrundet. Also wir sind sowieso schon überrundet, ne? So ist jetzt nicht. Aber das ist jetzt eine Riesentruppe dahinter. Perez, der auf 3 ist. Wie kommt Perez jetzt auf Platz 3 nach vorne? Schumacher ist dran und ein DRS von Elben. Und kann die Reifen auch wieder sparen. Okay, der fährt einmal vorbei. Ja, auch nicht schlecht. Das ist mal jetzt ein Vorbeiziehen lassen. Und Bottas direkt wieder dran. Na, Schumacher hat fast einen Freestop, ne? Auf seine Hinterleute. Bis auf Elben, klar. So, die Frage, wann wir reinkommen. Die Idee war gut, aber ich wusste jetzt nicht, dass die Reifen so schnell kaputt gehen. Und eigentlich hat Hülkenberg auch einen Freestop auf Magnussen. Eine Elben kann mithalten. Greift auch jetzt an, geht wieder vorbei. Das war vielleicht keine schlaue Idee, ne? Ich würde mal sagen, wir geben Renault auf jeden Fall für nächste Saison nochmal eine Chance, was den Motor angeht. So, wir sind jetzt keine 10 Runden gefahren, ne? Das heißt, eigentlich müssten wir in der Runde. Ne, wir müssten eigentlich so in zwischen 55 und 60 reinkommen. Ich würde ungern, wirklich sehr ungern, nochmal andere, richtig andere Reifen aufziehen. Ich will Ben Soft nochmal aufziehen. Ja, Hülkenberg könnte es schaffen von Bottas, aber Bottas ist jetzt vorbei. Was für ein verrücktes Rennen, ne? 4 Ausfälle von vor allem direkte Konkurrenten, ne? Haas, Alpine, Sauber und Williams. Okay, jetzt merkt man, dass unsere Reifen abgebaut haben. Wir sind gerade mal 10 Runden gefahren. Das ist eigentlich fast zu wenig. Also 57. Runde ist scheinbar, würde ich jetzt sagen, das perfekte Timing. So, können wir auch Volldampf geben noch bis zu dem Stopp. Oh, jetzt hat auch Norris technische Probleme. Alter, wir haben hier mehr technische Probleme als keine technischen Probleme. Ja, bei Schumacher ist es halt jetzt nur das, weil sein ES ziemlich alt ist mittlerweile. Ja, Bottas und Schumacher könnten am Ende sich duellieren. Deswegen spare ich auch gerade ein bisschen ES, weil Schumacher hat dann sehr, sehr gute frische Reifen. Und so dort auch technische Probleme. Ja, läuft. Ja, wenn das weitergeht, dann fliegen hier noch relativ viele Fahrzeuge raus, ey. Hätte ich nichts dagegen, weil dann sind wir in der Nähe von Punkten. Ja, weil so weit sind die eigentlich auch nicht entfernt. Wenn man es alles zusammenrechnet, sind die nur 20 Sekunden weg. Was ja eigentlich für uns ja auch noch ziemlich wenig ist. Norris möchte gerne vorbei. Darf er auch. Okay, Schumacher kommt rein. Ich will dem aus dem Verkehr raus haben. Und Hülkenberg darf auch danach direkt reinkommen. Weil ich hoffe mal, dass wir es jetzt schaffen bei Schumacher, dass der jetzt nicht direkt überrundet wird. Noch vor dem Stopp, weil das wird ihn halt nur Zeit kosten.
Okay, perfekt. Hat gut funktioniert. Also wir kommen wahrscheinlich hinter Bottas raus, aber halt mega weit vor Magnussen. Na, kommt, ey, Leute. Oh, die Reifen bleiben stehen. Und unten in der Boxengasse, das geht aber langsam. 2,6, immerhin ein guter Stopp. So, Schumacher hat kein direkt hinter sich und vor sich, das ist gut. Jetzt kann er nämlich Jagd auf Bottas machen. Bottas hat deutlich schlechtere Reifen und wir haben frische Reifen nochmal. Also die Positionen waren ja eigentlich fast schon besetzt mit Platz 14 und 16. Aber Schumacher muss um Platz 14 nochmal ein bisschen kämpfen. Sollte aber eigentlich auch kein Problem sein. Klar, der Versuch noch auf schnellste Runde zu gehen, wäre natürlich auch da. Ne? So ist es jetzt nicht. Aber ohne DRS ist es halt schwierig. Und vor allem, die fahren halt solche Zeiten, die... Obwohl, wir könnten Zülkenberg mal probieren lassen dann. Nächste Runde. Er hat noch ein bisschen Benzin, er hat noch ein komplettes ERS geladen. Aber er wird gleich überrundet. Das interessiert er nicht. Der fährt ja einfach, der Mercedes jetzt weg. So, Schumacher darf jetzt Reifen sparen. Aber normales ERS werden da. Der Türkenberg ist auf Angriffsmodus. Ob er schnell zur Runde fährt, weiß ich nicht. Bringt uns zwar gar nichts, weil wir nicht in den Top 10 sind. Aber sich zumindest mal als neues Team zu sagen, komm, wir haben nicht schnell zur Runde gefahren, ist doch auch nicht so verkehrt. Ich weiß halt nicht, wie gut ist jetzt seine Runde wirklich, ne? Ja, er hat sie. Haha. Immerhin das haben wir. Immerhin das haben wir geholt. Ja klar, die anderen können immer noch kontern, ne? Und Schumacher kommt immer näher ran an Bottas. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den uns krallen können. Das ist halt die Frage, ob Hülkenberg es auch noch schafft. Der müsste halt wirklich über eine Sekunde jetzt pro Runde schneller fahren. Fast zwei. Okay, letzte Runde waren es halt schon sehr, sehr viel, was aufgeholt hat, ne? Das waren 3 Sekunden oder so. So, Schumacher ist in Reichweite. Weil Schumacher muss ran, vorbei und direkt weg. Klar, mit Mediums wär der Platz halt sicherer gewesen. Aber da wir sowieso sehr, sehr gerne aggressiv fahren. Wir müssen halt nur ins DRS kommen. Und das ist halt mit den Reifen aktuell nur... Ja, okay, Bottas attackiert gerade wieder, ne? Obwohl, gar nicht. Jetzt sind Windschatten, kommen wir da ran. Nächste Runde sollten wir das DS haben. So, ERS wird ein bisschen angemacht. Motor wird gleich aufgedreht, sobald wir richtig dran sind. Ja, merkt in den Kurven haben wir uns einen Vorteil mit den Reifen. Aber Bottas schafft es da wieder raus. Also manche Kurven liegen uns halt doch noch nicht. Oh, 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 oh. ERS Schumacher. Arbeitet erstmal DS und jetzt kommt er nochmal näher ran an Bottas. Zumindest habe ich gesagt, dass wir DRS haben. Das hat schon mal richtig gestimmt. Okay, der fährt direkt vorbei. Ne, noch nicht. Aber okay, wir haben den Motor schon mal hochgedreht. Für gleich den Angriff. Bottas dreht aber auch nochmal auf. Ne? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Ja, man merkt, aber die Batterie lädt nicht mehr. Hey, Bottas, was ist los mit dir? Ist das jetzt dein Ernst, dass du jetzt auf einmal Gas gibst? Das ist doch nicht sein fucking Ernst, oder? Jetzt fährt er uns einfach easy mal davon. Ja, die Batterie ist richtig kaputt bei Schumacher.
Lädt kaum noch. Das heißt, sie ist mehr leer als voll. Ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt Gas geben würden, ob das reichen würde bis zum Ende. Oh. Rückberg wird zweimal berundet. Ja, wir kommen halt kaum ran und Bottas hat jetzt noch das DRS auf Gasly. Lass uns auch zumindest vorbei, Gasly. Okay, dann müssen wir uns halt wirklich mit Platz 15 begnügen. Ohne DS ist da nichts möglich. Ich wusste ja gar nicht, dass es dann so kaputt geht. Also wir haben 37%, das sollte doch vollkommen in Ordnung sein. Na, aber ohne kann man halt gar nichts machen. Na, wir laden es jetzt mal ein bisschen, damit wir immer noch ein bisschen Wasser haben zur Verfügung. Aber das ist jetzt mies. Klar, wir schlagen trotzdem Alpine und Haas. Ne? Das Team ist trotzdem zufrieden mit der Leistung. Wäre trotzdem schön gewesen, wenn wir es gepackt hätten, ihn noch zu bekommen. Weil eigentlich hätten wir ihn ja auch bekommen, wenn das ES jetzt mitgespielt hätte. Ja, vor allem hat er auf einmal Schlag an Straße gegeben. Das war das Erschreckende daran. Wir müssen halt so fahren, damit Schumacher ein bisschen immerhin ERS zur Verfügung hat. Aber auch Hülkenberg ist langsam unterwegs, ne? Oh, jetzt sind wir wieder an Bottas dran. Ja, aber wie hat ohne ERS kommt man halt schlecht aus Kurven raus. Und jetzt gibt er wieder Gas. Na komm. Dann lass uns das sparen hier im Auto. Motor auch zurückstellen. Auch hier. Aber man muss sagen, 15. und 16. ist ja auch noch vollkommen in Ordnung, ne? Also. So ist es ja nicht. Na klar, wir kommen nochmal ran ein bisschen, ne? Haben noch eine Runde danach Zeit. Aber man sieht, wir kommen halt nicht mehr so extrem aus Kurven raus. Dann ist das schon ein bisschen bitter. Aber wir haben Alpine überrundet. Das hätte ich auch jetzt so nicht erwartet, dass wir halt direkte Konkurrenz überrunden. Aber die sind halt beide kaputt, ne? Ocon ist rausgeflogen, Gasly hat auch orange. So, Verstappen gewinnt mal wieder. Langweilig. Hülkenberg, 16. Über die Linie. Vollkommen in Ordnung. Ja, und wir hat Schumacher. Er konnte zumindest mal ein bisschen ESS sparen um am Ende. Und holt Platz 15. Das ist auch schon mal. Ah, okay. Fragen wir, wie es ist. Ne, das ist halt da, wo wir immer noch stehen. Das ist ärgerlich, halt mit Platz 14 jetzt. Der ist eigentlich auch in Reichweite für uns gewesen, aber sollte halt nicht sein. Deswegen Platz 15 auch immer noch vollkommen in Ordnung. Und nach dem Schwenken der Zielflagge sehen wir Nico Hülkenberg. P16 für den Fahrer heute und keine Punkte aus dem Rennen. Und die Verstappen-Fans werden die Leistung des Niederländers zweifellos feiern. Mit diesem Sieg ist die Anzahl nun zweistellig. Ein unglaublicher 10. Sieg in dieser Saison. Hier in Österreich galt es, Berge zu überwinden. Aber diese drei haben es auf den Gipfel geschafft. Was denkst du, welches Gefühl in der Garage des Teams jetzt vorherrschen wird? Heute gab es von allem etwas. Einige Dinge liefen gut, andere wiederum nicht. Ich denke, ihr Hauptziel wird es jetzt sein, eine gewisse Beständigkeit zu finden. Und das war's für unser Wochenende hier in Österreich. Die nächste Runde bringt uns ins Herz des Vereinigten Königreichs. Machen Sie sich bereit für ein denkwürdiges Rennen in Silverstone, der Wiege der F1. Yep, aber wir müssen wahrscheinlich jetzt in die Schulden gehen fürs nächste Rennen, um
uns ein ES zu kaufen für Schumacher. Na, aber die drohen immerhin von Platz 8. Das ist halt sehr gut. Haben zwar mit der schnellsten Runde jetzt gefahren. Dann können die anderen nur träumen. Das finde ich immer noch geil, dass Haas nur 10 Rennen beendet hat. Ja, Stopp ist leider nicht dabei gewesen, auch wenn es eng war mit Bottas. Es hat ein Hülkenberg 2,69. Okay, knapp, aber unsere Stopps werden komischerweise langsamer als auf Dauer. Das gefällt mir gar nicht, obwohl wir sagen, dass die besser werden sollen. So, wir haben 760.000 bekommen. Klar, hätte ich gewusst, dass Schumacher jetzt 15. wird, hätte ich nämlich auch gesagt, soll 18. werden, ne? Ist halt aktuell noch so schwierig, deswegen bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen mit 20 immer. So, wir haben 1,6 Millionen. Das wird nicht reichen. Und damit gehen wir jetzt ins Minus. Und kaufen uns ein ERS. Ist auch ein Witz, dass wir wieso nur 2 Stück zur Verfügung haben. Ja, damit haben wir Minus mit 800.000. Der Monat ist aber jetzt vorbei. Das heißt, wir sollten wieso jetzt nochmal Geld bekommen. Ja, okay. Nehmen wir noch 50.000. Dann Fahrer-Updates. Die Fahrer. Hülkenberg wird nochmal stärker. Also das Fahrer-Dings bringt auf jeden Fall was. Also so ist jetzt nicht. Hauptrennen Österreich. Marti, Berman, Meini und Lindblad, Dramnitz und Uri Levener. Also stimmt, das ist ja unser. Ja, der fährt bei Bremer. Okay. Ja, Motorkühlung. Es lag ja nicht an der Motorkühlung, ne? Aber ich stelle schon mal alles ein, damit wir. Besser. Jetzt macht mal langsam hier. Die Leute sind schon erschöpft. Da müssen wir auf jeden Fall mal aufpassen. Dann nehme ich lieber mal jetzt die Zeit in Kauf, dass sie gleich schnell sind. Dafür sind die Leute aber dann ausgeruhter. Klar, nach Belgien haben wir Sommerpause. Okay. Das finde ich komplett in Ordnung. Dann können die auch nochmal ein bisschen sich ausruhen. Und dann wird das Ganze schon wieder ganz gut werden, aber sie sind halt wieder, jetzt wieder direkt müde, ne? Na, ist okay. Nehmen wir, Stopp wird ein bisschen langsamer, dafür ist das Boxenzoom aber gut ausgeruht. So. Aber würde ich sagen, ich mache mal einen Tag noch vor. Ich hoffe, wir bekommen Geld. Wäre schön. Nein, wieso bekommen wir denn jetzt kein Geld diesen Monat? Absolute bodenlose Frechheit, dass wir keinen Lohn bekommen. Wieso bekommen wir kein Geld diesen Monat? Du kannst mir nicht sagen, wir hatten Anfang des Monats 1 Million. Wo denn? Wir haben 700.000 gemacht und waren mit 1,6, ne? Ich glaube, wir hatten Lohn bekommen. Okay. Ja, müssen wir gucken. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Silverstone dabei seid. Einer der letzten Rennen, wo wir noch Updates ins Auto bekommen. Ich mache noch eins auf jeden Fall, eins für Aufhängung und Seitenkasten. Und die wir zu haben. Und dann wird es auf Forschung wahrscheinlich so rübergehen. Damit wir dann für nächste Saison relativ gut dastehen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.